Servus, ich habe gerade bemerkt, wollte sagen, ich eine Urban Street Tour machen, habe bemerkt, dass der Reifen komplett schleift, weil die Felge jetzt komplett verbollert ist, weil wir letztes Mal auch noch in Stromberg waren. Daher haue ich sie jetzt komplett runter und mache einfach die neue Felge drauf. Ich habe mir jetzt die Hope Fortus 30 geholt. Die wollte ich vorher eigentlich schon holen, hat aber 2, 3 Monate Lieferzeit gehabt. Jetzt habe ich eine gefunden gehabt, die schneller kam. Und ja, habe für vorne jetzt die andere, die DH1 Plus von E13. Die kommt dann vorne irgendwann drauf, weil vorne ist auch schon wieder eine Delle drin. Ja, viel Spaß. Also wird ein Timelapse, ne? Viel Spaß. Kurzer Zwischenstand. Ich habe den Mantel jetzt unten, habe die Speichen schon mal, die Speichen, die Nümpel schon mal alle gelöst oder auch die Speichen, wie man will. Ich habe mir so ein Tool geholt von Parktool. Und zwar sieht das so aus. Da gibt es dann die verschiedenen Weiten. Die haben verschiedene Toleranzen quasi. Gibt es 0, 1 und 3. Ich denke mal, ja, zum Festziehen ist es ganz geil, aber zum Aussprechen, also wenn man viel damit arbeitet, das sind so scharfe Kanten, das ist mega unangenehm. Ich habe so ein anderes Tool, das ist, ich weiß nicht mehr welcher Hersteller das war, das ist einfach nur rund und aus Plastik und ist innen drin quasi nur dieser Metallkern. Und das ist viel angenehmer damit zu arbeiten und das hole ich jetzt auch, weil auf Dauer habe ich da auf das Ding nicht so viel Bock. Drauf machen werde ich jetzt den Shorty von Huch. Dass die Felge nicht rausknallt, vom Axis. Der hat ein ganz anderes Profil, der hat mehr so ein Matschprofil, was eher für nasse Tage gedacht ist, die jetzt auch demnächst wahrscheinlich kommen werden. Deswegen mache ich den drauf. Der andere ist ziemlich am Arsch, der Minion DHR. Und ja, der hat an manchen Stellen hier schon an der Wulst quasi, ist der schon aufgerissen. Und ja, lange wird er dann auch nicht mehr halten, deswegen mache ich lieber gleich einen neuen drauf, wenn ich hier eine neue Felge drauf mache, bevor die nächste Felge wieder am Arsch ist, weil der ist auch schon ziemlich abgefahren und dann gibt es Durchschläge ohne Ende. Da hatte ich schon eine Stelle, wo er wirklich gerissen ist, also wo der Mantel gerissen ist. Ja, also bis gleich. Und zwar ist es der hier, der ist von der Marke Spooky. Den hatte ich vor, boah, 10 Jahren, 15 Jahren schon und habe mir dann nochmal eingekauft, weil der eine ein bisschen ausgeleiert war an der Stelle hier. Das Kunststoff, irgendwann verschiebt sich das halt, das ist quasi hier noch reingesteckt und irgendwann verbiegt sich halt der Kunststoff, wenn man ziemlich viel damit arbeitet. Aber ja, super Teil, ne? Und kann man sogar einen Schlüsselanhänger theoretisch machen oder irgendwo anders einhängen. Ganz cool gemacht.
So, also ich bin jetzt fertig. Hab sie jetzt komplett eingespeicht, habe sie alle gleichmäßig angezogen und läuft ganz rund. Ich muss sie noch ein bisschen nachziehen wahrscheinlich. Was ich mir immer als, man sieht es glaube ich nicht, nee, man sieht es nicht, als Hilfe nehme, also ich drehe sie als erstes, drehe ich sie hier alle komplett bis zum Gewinde rein, dass sie alle gleichmäßig drin sind, und dann drehe ich sie hier so weit raus, beziehungsweise es hängt immer davon ab, wie lang sie sind, aber meistens so weit, bis die Speiche quasi bündig mit dem Nippel wird, also mit dem mit der Nut vom Nippel, wo ihr mit dem Schraubenzieher, also mit dem Schlitzschraubenzieher reingehen könnt, und daran passe ich mir die mal an, und dann wird das eigentlich relativ gleichmäßig, da muss man nicht mehr viel nachzentrieren und dann passt das auch ganz gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich gucke, es wird wahrscheinlich mehr Timelapse. Also ich mache weniger Timelapse davon, weil das ein bisschen viel Material sonst, ja, dass es nicht zu langweilig wird. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Reifen konnte ich jetzt nicht draufziehen, weil ich kein Felgenband habe. Ich gucke jetzt gleich mal im Keller, aber heute wahrscheinlich nicht mehr. Und ich weiß nicht, wann ich das Video schneide etc. Und Felgenband drauf machen ist ja jetzt nicht so interessant, und Reifen draufziehen. Aber falls ihr da irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also, viel Spaß. So, also ich habe das Laufrad jetzt drin. Ist nicht ganz mittig, wie man vielleicht sehen kann. Rechts ist ein bisschen mehr Platz als links, aber das kann ich noch überzentrieren. Das ist nicht viel. Achter hat es einen leichten Achter, aber ich habe es ja noch nicht zentriert. Ich habe es ja eigentlich nur eingespeicht, und dafür sieht es schon sehr gut aus. So, jetzt muss ich gerade gucken, weil ich noch ein Felgenband besorge. Weil ich will jetzt nicht das tubeless Felgenband wieder reinkleben, weil erstens geht das immer voll scheiße ab, und zweitens wird hier sehr wahrscheinlich kein tubeless mehr drauf kommen. Also sehr unwahrscheinlich.